Hallo, meine Lovelies. So, jetzt. Hoppi, hoppi, keine Zeit. Ein Impulsquickie. Eine kurze Botschaft. So ein schnelles Video zwischendurch. Was sollen wir erfahren? Schlangenenergie. Ja, hat immer zwei Seiten alles, ne? Das Kreuz. Interesting. Die Sterne. Dann haben wir hier noch die Störche rausgeflippt bekommen und das Kind. Ja, hier unterm Deck die Lilien. Ein aufregender Neuanfang für irgendwen, für irgendwas in Bezug auf irgendwen oder irgendwas. Ja, also, Der eine mag jetzt sagen, schon wieder die gleiche Energie. Ich habe keine Ahnung, auf wen oder was das zutrifft. Ja, das kann jetzt eine andere Person, eine andere Situation betreffen, kann aber auch einfach die Wiederholung der aktuellen Zeitenergie betreffen. Was auch immer. Ja, wir haben hier Auflösung, wir haben hier Heilung, wir haben hier einen schicksalsgeführten Weg, wir haben hier Wunscherfüllung, Träume, Offenbarungen, Erkenntnisse, wir haben einen Neuanfang, Fortbewegung, Fortschritt, Erweiterung, Wachstum und eben einen Neuanfang in etwas super, super Schönes. Ja. Das haben wir jetzt in den letzten Videos auch schon gehabt, ne? So in etwa. Deswegen, was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Die Karten der Liebe wollen mit. Gucken wir mal da rein. So, vielleicht kriegen wir ein bisschen was raus in Bezug auf was hier, wie, wo, was passiert. So, was bekommen wir für die Schlange? Ich wollte gerade sagen, gar nichts. Gar nichts. Die 30, das Vergnügen. Dann für das Kreuz bekommen wir die 64, die falsche Geisteshaltung. Für die Sterne, die 25, kommen doch her. Ja, ich sag's ja. Machen wir hier noch die Reihe voll. Für die Störche bekommen wir die 69, die Desillusionierung. Eine Karte noch. Oder zwei. Für das Kind bekommen wir die 60, die Erwartungen und die 21, keck sein. Und für die Lilien bekommen wir die 67, die Befangenheit. Okay, klar wie Kloßbrühe würde ich sagen, ja, die Situation ist klar. Jemand gerät hier dramatisch in Bewegung. Okay, also je nachdem, bist es du in deiner Situation in Bezug auf einen gewissen Menschen, in Bezug auf irgendeine Situation, ja, im beruflichen Umfeld oder sonstiges, oder betrifft es hier eine Person, für die du schaust, ja, dein Gegenüber eventuell. Hier wird etwas zusammengefügt, beziehungsweise hier rückt etwas näher. Gewisse Dinge aus der Vergangenheit ändern sich. Es kann sein, dass es sich hier abrupt ändert, also wirklich drastisch, schlagartig, schmerzhaft. Hier wird irgendetwas, das nicht mehr trägt, wird einem entrissen. Kann man das so sagen? Ja, ich meine, wie das Leben manchmal spielt, ab und zu mal macht es halt zack, bam, puff und huch, was ist da jetzt passiert? Okay, also manchmal geschehen die Dinge einfach so plötzlich. Es geht darum, dass hier jemand wieder zu sich selbst findet. Ja, das ist ein Prozess, der hier am Laufen ist.
Es geht darum, dass wir uns selbst erkennen, anerkennen, uns selbst leben, ja, uns um unsere Träume und Wünsche wieder kümmern und auch darauf hinarbeiten, dass dies in Erfüllung geht, dass unsere Träume und Wünsche wahr werden. Also ich spreche hier natürlich, ihr Lieben, natürlich spreche ich hier von unseren Herzenswünschen, ja, also von unserem Seelenweg, die Wünsche, die unserem Weg entsprechen und nicht irgendwelche Wünsche aus irgendwelchen Illusionen raus. Ja, zum Beispiel, ich gehe heute in die Lotterie, weil ich mir wünsche, Millionär zu sein und dann, zack, geht dieser Wunsch in Erfüllung, ja, also gut, kann ich jetzt auch nicht so sagen, weil ich meine, wenn das zu dem Seelenweg dazugehört, dieses Ereignis, dann wird es dementsprechend auch stattfinden. Deswegen, ich behalte jetzt einfach meine Beispiele bei mir, okay? Genau, also eine schlagartige, abrupte Änderung kann hier eventuell eintreffen, kann. Muss nicht. Es kann auch sein, dass bei dem einen oder anderen ein zäher und langwieriger Prozess stattgefunden hat, ja, innerhalb der letzten Wochen, Monate, Jahre, eventuell auch bei den einen oder anderen. Nun geschieht hier aber eine Änderung, ein Umbruch, ein Richtungswechsel. Ich habe gerade das Gefühl, ich wiederhole mich, aber hey. Das Gute ist, wenn jetzt jemand neu zuschaut, für den sind die Informationen, die Botschaft ist vielleicht neu für diesenjenigen und ja, ich habe halt irgendwo immer so die alten Legungen noch im Kopf. Na? Ja, die Person, um die es hier geht, dieser Mensch hat auch, und es kann auch ganz plötzlich eintreffen, neue Ansichten, einen offeneren, erweiterten Blickwinkel, ja, hat andere Perspektiven erlangt, sieht die Dinge anders, hat sich eventuell innerhalb dieses Prozesses eine neue Wahrheit manifestiert. Also mit neuer Wahrheit meine ich jetzt nicht eine neue Illusion, eine neue, neues Konzept oder so, eine neue Strategie, sondern die eigene Wahrheit einfach gesehen, erkannt, anerkannt und angenommen. Das ist das. Diese Energie, die hier ist, hat was mit dieser Person persönlich zu tun. Das ist was, was aus dem Inneren kommt, okay? Das ist nichts, wie ich gerade schon gesagt habe, kein zusammengesponnenes Konstrukt oder dergleichen. Es ist wirklich, es entspringt aus der Herzebene. Hier war anscheinend der Werdegang so fernab vom eigenen Weg, vom Seelenweg, dass hier einiges passieren musste oder eventuell noch dabei ist zu geschehen. Ja, das Zeit ist fließend, ihr Lieben. Es kann sein, dass diese Prozesse jetzt schon abgeschlossen sind. Es kann sein, dass diese aktuell noch stattfinden oder dass man demnächst erst in diese drastischen Prozesse reinrutscht. So oder so, das ist eine Komplettdrehung, eine Komplettwendung, ein brutal heftiger Umbruch. Heftig jetzt im Sinne von stark. Kennt ihr das? Keine Ahnung, vielleicht eine Person, die man ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat und dann plötzlich begegnet man diesen Menschen irgendwie beim Einkaufen oder sonst irgendwas und man muss erst mal gucken, ist es die Person, die ich kenne? Ja, so hoch, was ist mit dir geschehen? Ja, also, was ich, irgendwelche Selbsterfahrungsprozesse, irgendwelche äußerlichen Veränderungen oder so, neue Frisur, neuer Stil, eine komplett neue Ausstrahlung, was auch immer. Und du stehst einfach nur da und denkst dir, boah, ich kenne dich und kenne dich doch nicht. Also ich spreche hier wirklich von solchen drastischen Veränderungen, die einfach sichtbar sind und spürbar sind. Nicht nur in der Optik, sondern auch in den Verhaltensweisen, in der Art und Weise, in der Mimik, in der Gestik, in der wie dieser Mensch spricht. So krass ist es. Ja,
Hier entwickeln sich neue Standards, hier entwickeln sich komplett neue Wege, Chancen und Möglichkeiten werden ergriffen. Hier ist, ich kann es nicht anders sagen, auch wenn sich's vielleicht für die einen oder anderen komplett klischeehaft anhört, hier ist der Weg ins Glück aufgezeichnet. Ja? Also ich meine alleine schon, dass dieser Mensch, auf den das hier zutrifft, zurück zu sich findet, sich selbst annehmen kann, und zwar in all seinen eigenen Facetten und dementsprechend im Nachhinein dann auch das Außen annehmen kann. Hier kann nur Glück vor den Füßen liegen, ja? Also dieser Mensch läuft hier direkt darauf zu. Das ist ein großes Geschenk. Das ist eine komplette Öffnung, weil ich meine, wir sehen es ja hier schon. Was sich hier auflöst, die Hintergründe hier, diese Befangenheit. Jemand war die ganze Zeit in dieser Art, entweder nur Tunnelblick, also nur Tunnelblick, oder eben komplett in diesem Tunnel gefangen. Es geht nur irgendwie vor zurück oder einfach mal stehen bleiben, weil es zu dunkel ist und man sieht nicht weiter. Ja, wohin soll ich jetzt gehen? Was soll ich machen? Über die Mauern kann ich nicht klettern. Deswegen Blockaden, Stagnation etc. Und zwar auf Ebene von Körper, Geist und Seele. Weil ich meine, wenn man keine neuen Entscheidungen trifft, wenn man für sich nicht einsteht, für sich nicht selbst weitergeht, dann ist natürlich auch die Seele irgendwo, wie soll ich sagen, ja, darf ich sagen, sie verkümmert, ja, so in etwa. Also jetzt mal auf unserer Ebene. Ja. Okay, ich habe gesagt, Impuls-Quickie. Deswegen an dieser Stelle, ich weiß nicht, trifft diese Energie auf dich zu oder auf dein Gegenüber. Deswegen hole ich kurz noch Seelenbotschaften ab, einmal für dich persönlich, falls diese Energie auf dich zutrifft. Und dann noch einmal eine Liebesbotschaft, falls dein Gegenüber hier gerade diesen Prozess durchläuft, was dieser Mensch dir quasi dann noch mitteilen möchte. So oder so, auf jeden Fall darf ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Wer diesen Weg durchläuft, der hat wirklich Leistung erbracht, ja, Leistung erbracht. Und die Belohnung ist nicht mehr fern. Hut ab vor jedem Menschen, der sich selbst stellt, der in die Konfrontation geht mit sich selbst, in den Konflikt geht mit sich selbst und aufräumt, die Heilungsprozesse ankurbelt und geschehen lässt, in all den Facetten. So, was bekommen wir für eine Seelenbotschaft? Keine. Ja. Das war so ein Fast, aber okay. Die 10. Spüre die Kraft des Blutes und der Ahnen. Du bist nicht allein. Deine Aufgabe hier in diesem Theaterstück des Lebens. Hier, also wenn es hier so einige, die ein oder anderen Ahnenthemen gibt, kann ich dir sagen, falls es deine Energie ist, du bist dafür bestimmt, hier diese Ahnenkreisläufe zu durchbrechen. Ja, es ist eine große Aufgabe, ja, es ist eine große Bürde. Ist es immer einfach? Nope. Nee, aber. Sagen wir es mal so, jemand mit bestimmten Eigenschaften, bestimmten Fähigkeiten ist irgendwo dazu auserkoren, auserwählt, um ein gewisses Ahnenthema zu erlösen, um einen gewissen Kreislauf zu durchbrechen bezüglich der Ahnenlinie. Diese Thematik hat wohl damit zu tun. Natürlich, jetzt nicht, dass jetzt jemand sagt, oh, und diese Bürde will ich nicht tragen. Manchmal ist es so, man schafft es nicht, aus welchen Gründen auch immer, dies zu erledigen. Okay, das überträgt sich dann quasi auf den nächsten Auserwählten innerhalb
der Ahnenlinie. Okay, was auch immer hier Sache ist, um was auch immer es hier geht. Auf jeden Fall, dieser Prozess ist ganz, ganz wichtig, um hier etwas in diesen Ahnenthemen aufzulösen. Die Karte unterm Deck, die 29, spricht davon, lebe leicht und spielerisch und höre auf die Stimme deines inneren Kindes. Und da hole ich jetzt nochmal die drei letzten Karten hier mit dazu, ja, auch mit dem Kind hier quasi in der Mitte. So viel Ballast, der abfällt, so viel Mist, den man wirklich aufgeräumt hat und hinter sich lassen darf, so viel Schwere, die man ablegen darf. Jetzt heißt es mit Leichtigkeit weitergehen. Mit Leichtigkeit und Liebe und Leidenschaft. Zufriedenheit. Zufriedenheit, dieser Begriff kommt gerade, der legt sich gerade wie eine Decke über diese Legung. Diesen inneren Frieden spüren, ja, wenn man etwas geschafft hat, wenn man etwas erreicht hat, wenn man etwas loslassen konnte. Schön. Ja, und dafür darf man sich und muss man sich, soll man sich sogar selber loben, ja, weil für jede Leistung, die man erbringt, darf man sich loben, was auch immer es ist. Das bedeutet Selbstliebe, Wertschätzung, ja, der Selbstwert. So, was haben wir hier? Die Liebesbotschaft, falls das hier dein Gegenüber oder ein Gegenüber in deinem Leben betrifft, mit dem du es zu tun hast. Wir haben hier die Telepathie. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Vielleicht ist dieser Mensch in irgendeiner Form auf Distanz. Vielleicht habt ihr nicht so intensiven Kontakt aktuell. Aber hier, wenn du ihn das nächste Mal siehst, wenn du ihn das nächste Mal triffst, wenn dieser Mensch, vorausgesetzt natürlich dieser Mensch, ist derjenige aus der Botschaft, dann Du wirst diese Veränderung spüren, du wirst diese Veränderung erkennen, so oder so. Vielleicht merkst du jetzt schon, wenn ihr im schriftlichen Kontakt seid, so, wow, irgendwas ist an dieser Person anders, irgendwas ist doch hier passiert, was ist da los, ja? Und genau das wird sich dann hier auch zeigen, ja. Dann haben wir noch weiter die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid, ja? Auch hier kann ich sagen, bei den einen oder anderen wird diese Verbindung, diese Beziehung, wenn man jetzt im partnerschaftlichen Bereich schaut, sehr, sehr, sehr intensiv auf jeglicher Ebene. Ja? Wir haben hier eine neue Form von Intimität und das hat jetzt nicht ausschließlich was mit Sexualität zu tun, okay? Das ist einfach diese tiefe Verbundenheit zwischen euch, die hier wieder erneuert wird oder beginnt. Unter dem Deck haben wir den Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Also, wie gesagt, es scheint hier, dass hier so die ein oder anderen Seelenpärchen noch nicht ganz vereint sind. Oder waren bisher, was sich jetzt ändern wird. Ja, ich meine, hier ist die Botschaft, hier ist die Prognose und bam. Und ich würde sagen, hey, das wundervollste Leben euch beiden. Ja, also auf wen immer das hier zutrifft. Tiefe Gefühle dürfen sein. Liebe darf erkannt werden. Ja. Meine Lieben, das war's vom heutigen Impuls-Quickie. Fühlt euch von Herzen umarmt. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.